Der folgende Comic-Talk-Clip wird präsentiert von Comic-Szene, dem Fachmagazin für Comic. Kinder sind neugierig und vergessen oder verdrängen Ermahnungen. Darauf hat schon der Struwwelpeter vor 175 Jahren hingewiesen. Durch die Unachtsamkeit ihrer Mutter Martha und des Assistenten kommt die kleine Liese bei Ausgrabungen zu Tode. Der leblose Körper wird jedoch von schwebenden Riesenkraken an die Archäologen zurückgegeben. Eine Geste des Mitgefühls? Wir befinden uns auf einer postapokalyptischen Erde und Martha setzt alles daran, ihre Tochter wieder ins Leben zu holen. Helfen soll dabei Joachim Bostrom, ein Experte auf dem Gebiet der Nanobiologie. Für Die lebende Tote hat sich Autor Olivier Vatin, bekannt geworden durch Aqua Blue, stark von Mary Shelleys Frankenstein beeinflussen lassen. Seine Erzählung zwischen Horror und Science Fiction, zwischen 19. Jahrhundert und einer unbenannten Zukunft, ist durchdrungen von einer viktorianisch düsteren Stimmung. Das gab dem gebürtigen Portugiesen Alberto Varanda künstlerisch freie Hand. Beeindruckt vom Swamp Thing-Comiczeichner Bernie Wrightson hat er nach unterschiedlichen Entwürfen dann eine Schraffurtechnik angewendet, wie sie früher oft für Zeitungsillustrationen benutzt wurde. Passend düstere Vorlagen fand Varanda bei Paul Gustave Doré, einem Maler des Historismus, der bis heute so unterschiedliche Künstler wie Salvador Dali, aber auch Walter Mörs beeindruckt hat. In der schwarz-weißen Diamantausgabe im quasi neogotischen Überformat bezeugt jeder Tuschestrich noch intensiver, dass Varanda bis zu 3 Wochen an einer Seite gearbeitet hat. Die kleinere Ausgabe mit der abgeschlossenen Geschichte ist vom Autor Olivier Vatin koloriert worden. Wer möchte denn beginnen? Boah, was ein kruder Kack. Also, Vicky, ihr habt da gesessen. Oh, ich atme auf. Ich dachte schon wieder, ich bin einfach nur zu schlicht. Nee, also ist wirklich nett gezeichnet bestimmt. Ich finde das auch schön mit Schraffiertechnik so, und so. Aber, hanebüchene Kacke ohne Ende. Das ist also wirklich, als wenn sie 5 verschiedene Bücher gleichzeitig übereinander gelegt und, weiß nicht, in den Mixer gepackt hätten. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Also, ich finde den Anfang, finde ich, schön. So dystopisch. Ja, da war ich auch noch dabei. Mit so einem Hochhaus, wo sie dann eine Palette mit Büchern rausholen. Ich habe gedacht, vielleicht sind das jetzt auch so ein bisschen Anspielungen auf Literaturgeschichte und so. Auf einmal sind wir auf dem Mars, auf einmal sind wir auf einer Bergspitze, dann sind wir bei einer Frau. Und dann Frau. Müssen die viktorianische Klamotten anziehen, damit wir ein bisschen Steampunk haben. Ja, dann haben alle Spinnen zu Hause, die sie... Also oh. Ich konnte wirklich, also abseits der künstlerischen Leistungen, konnte ich da wirklich inhaltlich nichts finden, wo ich gesagt hätte, also... Es geht also im weitesten Sinne, ich hätte gerne diesen Trailer vorher gehabt, weil dann hätte ich ungefähr entfernt gewusst, worum es in dem Buch geht, weil also es geht im weitesten Sinne darum, ein Kind stirbt und die Mutter versucht es wieder zum Leben zu erwecken, nachdem ja, aber es Moment, ihr von Moment, übergroßen das, aber der, Riesenkraken ich weiß nicht, wie das immer Origin, wurde. Entschuldige, sag nochmal. Nachdem es ihr von übergroßen Riesenkraken zurückgegeben wurde, wo ich dann auch schon so da saß und dachte, ja. Übergroße Riesenkraken. Aber ich weiß nicht, wie der Originaltitel ist. Der deutsche Titel stimmt doch schon mal nicht. Das ist nämlich keine lebende Tote, das Blach ist geklont. Ja. Da haben wir ja noch nicht mal irgendwie einen toten Körper, der wiederbelebt wird, sondern die Mutter macht ja lecker hier Eizelle und Pippenpappen, Puppenpapp. So, da geht's schon los mit. Ich möchte mit... Was? Ja... Ich bin in so einem Forum gelandet, wo die das besprochen haben. Und da taucht also ein Wort auf und ihr sagt mir jetzt, wie das ausgesprochen wird und was das bedeutet. Es geht natürlich irgendwie auch um H.P. Lovecraft und scheinbar, es gibt... Ja, was ist das denn für ein Wort? Das sind diese Monster, dieser ganze Mythos, den Lovecraft damals geschaffen hat. Das sind die alten Götter und das nennt sich Cthulhu. Ich kann es auch nicht richtig aussprechen. Wie? Cthulhu? Gesundheit. Mythos. So. So. Und genau. Und das ist ja, das sind auch alles so, ja, tentakelartige, ganz wild geformte Monsterwesen, die aus einer anderen, also die alten Götter sozusagen. Das ist Lovecraft und das wird gerne mal aufgegriffen, zitiert.
Also was ich spannend fand an diesem Forum ist, dass es offensichtlich eine Klientel gibt von jungen oder älteren Menschen, ich weiß es nicht, die sich mit sowieso mit fantastischer Literatur beschäftigen, die da Spaß dran haben und die sich auch gegenseitig ausgetauscht haben, was ist da los, ne? Was ist da die fiktive Realität, warum ist das so, warum haben die Kraken und. Und das finde ich natürlich toll, wenn junge Menschen oder auch ältere Maker sich da so von inspirieren lassen und das toll finden. Aber ich bin da, ich weiß nicht, ob ich da zu spießig oder zu dämlich zu bin, sofort, was der Bielendorfer rausgehauen hat, da bin ich sofort dabei. Ich kann da nichts, aber auch wirklich nichts mit anfangen. Und da kann ich auch, ich bin ja oft auch einer, die sagt, aber die Artwork ist großartig. In dem Fall konnte ich überhaupt nicht meine Freude an der Artwork entdecken, vor lauter Genervtheit über die Geschichte. So, Christine, jetzt erzähl du mal. Und es kommt kein Dackel vor. Ja. Pass mal auf, jetzt nicht in dem Ton. jetzt, Christine, du hast ja nun selber hier ein tolles Werk selber gemacht, mit so einer Mischung aus Zukunft, Horror, Survival, whatever. Das heißt, bist du eine junge Frau, die mit dieser Art Literatur besonders viel anfangen kann und kannst du mir also erklären, was das soll? Kein Plan, ganz ehrlich. Nee, also mir geht es eigentlich genauso wie ihm. Es ist einfach so, ich war so von diesem Artwork, also gut, eben als Künstler sieht man das immer anders, aber eben halt, ich war so von diesem Artwork geblendet, dass die Story irgendwie komplett untergegangen ist. Also ich habe es auch nicht wirklich geschnallt, worum es ging. Und die ist auch, wo ich es mal vielleicht versucht habe, ein bisschen nachzuverfolgen, die ist sowas von flach wie Wattenmeer sozusagen. Also es war eigentlich total, ich weiß nicht, es war uninteressant. Das Artwork war super. Eigentlich deswegen habe ich eigentlich auch nur durchgeblättert. Ich habe nochmal auch versucht, mal irgendwie so einen interessanten Punkt zu finden. Da war irgendwie nichts. Also schon allein diese Kraken, die waren plötzlich da. Okay, das wurde ganz kurz irgendwie so nebenbei, hat das, glaube ich, erklärt? Wurde es erklärt? Nee, zu den Kraken kann ich gleich noch was erzählen. Ja, bitte. Mach ruhig. Nee. Also wenn es auf worum es geht, also es wirkte auf mich hauptsächlich halt wie so eine gewisse Frankenstein-Variation auch und wieder zu beleben, diesen Körper zu erschaffen. Ich finde es auch nicht ja immer ganz nett, wenn das ein abgeschlossener Band ist und muss nicht immer endlose Serien sein. War der abgeschlossen? Ja. Jo. Das war's. Ach du lieber Himmel, okay. Ende und aus. aber gerade hier klappt es nicht, funktioniert es nicht, weil es einfach zu viele Leerstellen gibt. Es ist ja auch eine Science-Fiction-Geschichte. Es fängt ja auch an, dass die Menschen die Erde verlassen haben und es diese anderen Wesen gibt. Da wird aber wirklich uns viel zu wenig an den Zusammenhängen und was das alles soll erklärt. Und das ist einfach, das funktioniert nicht. Der ist abgeschlossen. Jawohl, jo. Ist ein Einzelband. Oh, da schwillt mir aber echt der Hals. Aber, und jetzt komme ich ja mit dem. Ja, und dann lass mich vielleicht wirst du auch darauf genau eingehen. Vielleicht ist das ja genau das, was auch wirklich eine große Klientel von Fans so fasziniert. Während so ein Handy gerne eine Geschichte zu Ende erzählt bekommt. Ich glaube ja auch wirklich, dass mir eine Gehirnwindung fehlt. Ich habe ja bis heute den 2002 Odyssee im Weltraum, den ich auch großartig fand, einfach weil ich die Musik so klasse fand und die Bilder. Geil, geil, geil. Verstanden habe ich den bis heute nicht. Also es kann tatsächlich an mir liegen, dass ich irgendwie irgendwas in mir kann bestimmten Dingen nicht folgen. Nö, also in dem Fall gibt es ja nichts zum Folgen. In dem Fall sage ich ja, wir sehen auch alle, dass diese Story irgendwie schwer verständlich, lückenhaft und wie ein Fragment wirkt, wo wir gar nicht genau wissen, was es eigentlich soll. So, dazu jetzt. Der Autor, Oliver Vatine heißt der. Das Ganze ist ja eine Romanadaption eines französischen Autors namens Stefan Nuhl. Und dieser Autor und Zeichner hat schon mal von diesem französischen Schriftsteller was adaptiert. Das ist vor ein paar Jahren erschienen. Heißt Newark, spielt in der gleichen Welt, ein paar hundert Jahre in der Zukunft, die Menschen haben die Erde verlassen, niemand weiß mehr, wie New York richtig ausgesprochen wird, wir sehen es hier, Newark. Und guck mal, was da vorkommt auf den ersten Seiten. Komische Riesenkraken. Wie kamen diese Viecher irgendwie schon bekannt vor? Aber das heißt, das Ganze ist ein größeres Universum in diesem Roman. Da steckt noch mehr dahinter. Ah. Und da diese Geschichte spielt offensichtlich in der gleichen Welt. Das waren drei Bände. Die habe ich auch mal gelesen und fand ich auch ganz gut. Auch da ist noch nicht alles erklärt. Was wir da kriegen, ist aber wirklich nur so ein Ausschnitt aus dieser ganzen Roman,
Zyklus, den der Autor geschrieben hat. Nur wird uns das nirgendwo gesagt und erklärt und jetzt stehen wir da und wissen nicht, was wir damit anfangen sollen. Ja, genau, das ist ja eigentlich das Problem, weil wenn ich als, wenn ich mir dieses Buch hole, durchblätter, also lesen tut man das eigentlich dann eigentlich gar nicht mehr, weil es einfach nicht interessant ist und dann ist irgendwie abschließt, dann ist es für mich einfach abgeschlossen, weil ich, als ich gesehen habe, ich habe auch noch nachgeprüft, so, okay, gibt es keine Nachfolge? Ja, was ist denn das? Ne? Also das ist irgendwie so, ja, schöne Bilder hingeschmissen sozusagen, man kann sich das wirklich angucken, man kann sich die Bilder auch irgendwo aufhängen, weil die sehen wirklich, also die Artwork, saugenial, ich liebe es, aber alles andere kann man echt knicken. Also. Jetzt hat der Kardinal ja auch diese, du hast hier da stehen, diese große Schwarz-Weiß-Schwarte, das muss irgendwie noch beeindruckender sein, wenn es nicht koloriert ist. Genau, also wenn man sich am Artwork begeistern kann, und das kannst du ja, und das ist ja auch das, was vielleicht am wenigsten zu kritisieren ist, die Story ist einfach, also da steckt wohl mehr dahinter, so eine ganze eigene Welt, die wir aber hier nicht, in diesem Band nicht wirklich erklärt bekommen. Ich bin dir so dankbar, dass du geboren worden bist und dass du mir das jetzt erklärt hast. Nein, wirklich. Ich kann die Drachen auch nicht erklären. Ja, aber dann, nicht, macht aber, es, dann fliegt mich so ein Hauch von Sinn an. Ja. Nur wenn man jetzt wie ich völlig unbeschlagen ist und das andere auch nicht kennt. Was ist denn der Grund dafür dann für mich, diesen Comic zu lesen? Außer, dass da jemand toll schraffieren kann. Kann ich dir nicht sagen. Also ich finde das auch so nicht sinnvoll, diesen Band so zu veröffentlichen als Einzelstück irgendwie. Weil die Geschichte funktioniert so nicht. Das hier ist wirklich, also wenn man die Zeichnung mag, und ich finde auch, wenn es um diese Horroratmosphäre oder diese Frankenstein- oder Lovecraft-Atmosphäre geht, dann kommt das in diesen schönen Schwarz-Weiß-Schraffuren schon noch besser. Das nennt sich Diamant-Edition und ist schon ein prächtiger Band. Optisch, visuell, haptisch, aber nicht inhaltlich, tatsächlich nicht. Nee. Hat einer das Ende von dem Band. Buch verstanden? Also ich weiß, wir wollen es nicht spoilern. Nee, aber deswegen sagt Heller ja auch, wie, es geht nicht weiter. Ja, ja, ich habe gedacht, wirklich, das geht jetzt weiter. Ich habe das nicht überrissen, dass es da zu Ende ist. Sagen wir so, also wir müssen jetzt Folgendes tun gegenüber der Menschheit und dann ist Schluss. Also. Ja, und dann fährt der Traumschiff weg. Sind die da eigentlich an Bord, die Protagonisten? Jedenfalls hat der Traumschiff dann auch diese Krakenfüßchen. Hoho, aber wie kann haha. Man sich denn so viel Mühe geben, das zu zeichnen und sich vorher nicht Gedanken zu machen, wann man mal, das verstehe ich nicht. Also, der muss sich doch hingesetzt haben. Aber das ist ja genau meine Angst, dass da Menschen, dieser Autor, der Romanautor und auch die, nochmal, ich habe dieses Forum ein bisschen reingeblättert, ja. Die Menschen haben sich darüber angeregt, haben die darüber debattiert. Das heißt, es muss Menschen geben, die damit wirklich unglaublich viel anfangen können und deren Fantasie oder Vorstellungswelt das wahnsinnig inspiriert. Und ich wünschte fast, wir hätten jemanden hier, ich weiß nicht, ist zufällig heute Abend jemand hier, der vielleicht sogar den Roman oder auch schon den Comic kennt und sagt, ja Freunde, ihr seid ja so dumm wie Brot, ich erzähle euch mal, worum es hier geht. Haben wir keinen hier, ne? Weil ich würde es mir fast wünschen, ja. Denn ich möchte gar nicht hier sitzen und Fantasy oder Fantastik so dissen, nur weil ich sie nicht verstehe. Ich würde nur so gerne an der Hand genommen. Es gibt auch, ich habe auch irgendwas gelesen, wo Leute wirklich auch über diese Klon-Thematik diskutieren. Ja. Wie realistisch das ist, wie wissenschaftlich belegbar das ist, was hier passiert. Ja. Also okay, das können wir ja festhalten. Offensichtlich ist das Thema so, dass es andere zum Interpretieren und Diskutieren anregt, ja. Während wir inhaltlich da halt nicht viel gefunden haben. Wir haben eine Wortmeldung. Huh! Mathis? Ja. Mathis Penkert. Hast du den gelesen, Mathis? Hier. Hab ich. So, und du hast aber nicht das Nuonk gelesen, was Volker auch gelesen hat. Nein, also ich habe weder Nuonk gelesen, noch habe ich dieses Romanuniversum drumherum verfolgt. Ja. Aber mir hat der Band übrigens im Gegensatz zu meinem dein Anti-Kompagnon Andreas, der den bei uns rezensiert hat und nicht mochte, der hatte da ein sehr ähnliches Gefühl dazu wie ihr. Und ich habe den jetzt verschlungen und richtig, richtig toll gefunden. Also auch so toll, dass ich mir überlegt habe, diese diamantene Vorzugsausgabe noch zu besorgen. Dann versuch mir jetzt wirklich, ne, mir zu erklären, was dich daran so begeistert hat. Meine ganz persönliche Faszination ist, insbesondere wenn ich Comics lese, aus den 70ern, 80ern, aus so der Hochzeit der Fantastik. Da sind einige Sachen, die ich gelesen habe, die ich nicht so richtig greifen konnte, die nicht für mich eine nachvollziehbare, in sich geschlossene Handlung hatten, die man aber mehr gefühlt hat. Das heißt also, dass da wirklich sehr wirre, merkwürdige Sachen passiert sind, wie auch in diesem Band.
die vermutlich auch in dieser Schaffensepoche, die ich gerade angesprochen habe, sichtlich bereichert waren durch psychoaktive Substanzen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Künstler hier Danke für dieses Wort. Genau, dass er auch vom falschen Strauch geraucht hat und da viel Spaß dran hatte. Und das hat halt wahnsinnig viel. Also ich fand das intensiv und ich war stocknüchtern, als ich es gelesen habe. Aber dieser ganze Rausch mit, hier ist diese Frau, sie hat ihr Kind verloren, wir holen dich vom Mars, komm mal hier hin, sie hat eine Hausspinne, pass auf, tritt nicht auf die Hausspinne. Kannst du der Frau die Eizellen nicht nur einpflanzen, sondern auch noch ein bisschen knicki-knacki machen, damit das realistischer ist. Hier sind übrigens fliegende Kraken. Danke, dass du mir nochmal erzählst, was das für eine Hanebüchene Scheiße ist. Genau. Nochmal so einen kurzen Rundflug. Aber das mit dieser extravaganten, übertrieben tollen Optik hat mich reingezogen. Ich habe das wie so einen wirren Traum empfunden. Vielleicht kennst du das, wenn du pennst, du wirst wach und hast richtig wirren Scheiß geträumt, der sich aber richtig echt und wild... Ich kenne das, ich träume dann von Dackeln und Dinosauriern. Nofretete, du wolltest auch was sagen. Ich möchte dir jetzt erstmal wirklich sehr danken, Mathis, dass du da die Fahne hochhältst dafür, weil ich habe selber für mich einen ganz schlechten Beigeschmack, wenn ich hier sitze und irgendwas so nicht verstehe. So. Nee, ich würde mich jetzt einfach nur Mathis anschließen. Also, ich habe das nicht gelesen, ich habe das jetzt erst hier erfahren, dass es sowas gibt. Also, als ich das jetzt gesehen habe, die Zeichnungen und wie du das jetzt beschrieben hast, dass es wie so ein wirrer Traum ist und man kann es wirklich nicht erklären und psychoaktive Substanzen, whatever. Ja, dieses Gefühl. Ist dir vertraut? Es vermittelt so ein ganz bestimmtes, düsteres, merkwürdiges Gefühl, was einen irgendwie so festhält. Das finde ich ja. Ich bin daran interessiert. Ich möchte diesen großen Schinken haben. Ja. Und ich finde es ganz toll, dass ihr euch jetzt nochmal da zu Wort gemeldet habt, weil ich jetzt, seitdem ich mich, also ich lese ja seitdem ich 6 bin Comics, aber erst seit Erlangen beschäftige ich mich auch mit Graphic Novels mehr. Und tatsächlich habe ich das noch nie erlebt, dass ich etwas lese, was mir ein Gefühl gibt. Vielleicht bin ich einerseits zu intellektuell dann für das Konsumieren, aber offensichtlich nicht intellektuell genug, um diesen Sphären zu folgen. Ich fühle mich gerade behindert, Volker. Das ist aber auch, ich finde, er verlangt viel von uns, dass wir das da folgen sollen und dass wir da mitkommen sollen. Du mir mal die Liebe, Nofretete. Du kaufst ja gleich das Bändchen hier, ne? Oder du kriegst es geschenkt, wer weiß es. Tu mir mal die Liebe und lies das dann auch und melde dich dann nochmal beim Heli und sag mir bitte, geile Scheiße. Oder wenn es ein Forum gibt, wenn ich Zeit habe, mal. So, ich möchte unseren Freunden vom Comic Talk jetzt wirklich von Herzen dafür danken, dass ihr euch da eingebracht habt. Da komme ich besser in den Schlaf und werde hoffentlich sehr, ja, quietsch du noch ein bisschen rum. Werde hoffentlich sehr, sehr wirre, bunte Träume haben heute Nacht von Kraken mit Antennen auf der Hirse und... Aber ganz ehrlich, lieber Dinosaurier... Lieber Dinosaurier und Dackel, ja. Hanna, Schatz! Schenke ich dir. So, das ist farbig, oder? Das ist farbig. Ach, das Farbige will sie nicht. Ah, ja. Ja, nee, dann... Nee, ist farbig, ja. Etche wilde Luxusausgabe in Schwarz-Weiß. Meine lieben Freunde, ich bedanke mich und Freundinnen, ich bedanke mich herzlich, dass ihr alle gekommen seid, auch an die Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank nochmal, dass ihr uns so treu hier zur Seite steht. Herzlichen Dank nochmal an Stollwerk, speziell auch Susanne. Ich sehe da gerade noch die alte Indianerin Tillmann Kucht von der Comic-Szene. Schön, dass du auch mit deinem Schatz da bist. Von Herzen Dank an Christine Wendt, meine Damen und Herren. An meinen lieben Freund Volker Robran. Dankeschön für dich. Und vielen, vielen Dank für deine erfrischenden Kommentare, Bastian Bielendörfer. Wir sehen uns alle noch später zum Signieren, zum Bierchen, zum Austausch. Vielen, vielen Dank und dann bis zum 20. Dezember hier wieder im Stollwerk wird es unsere Weihnachtsausgabe geben. Und ich weiß schon, da gibt es ganz nette Schmankerl, auf die ich mich schon sehr freue. Und ich hoffe, dass mein eingeschränkter Intellekt alle verstehen wird. Kommt gut heim. Dankeschön.
Wenn euch dieser Clip vom Comic Talk gefallen hat, hier gibt's mehr und Sally würde sich freuen über jeden Klick.